Jo, servus. Neue Folge Kingdom Come, Folge 84. Wir waren ja in den letzten Folgen hier in Meroyet unterwegs und haben in Talmberg übernachtet. Und ich würde hier einfach weitermachen. Und ja, der Sound ist auf einmal wieder da. Nachdem wir eben so ein kleines Problem hatten auf Twitch. Den haben wir hier wohl weggemacht. Jo, der hat mich schon immer getriggert. Das ist auch keine Wache hier interessiert. Freakshow. Thalberg ist schon eine Freakshow, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, woran das gerade lag mit dem Soundproblem. Läuft jetzt wieder einwandfrei, wie man hört. Ah, waren. Das, was ich jetzt gefunden habe im Netz, waren schon witzige Vorschläge. Da merkt man bitte, wie planlos manche Leute sind. Da war dabei, gerade von Mainboard-Treiber neu installieren über Soundtreiber neu installieren bis hin zu sämtliche Spielstände doch mal löschen. Ja. Weil das Einzige, was Sinn macht, wäre die Soundtreiber sich angucken. So, dann gehen wir mal zum Wirt. Gütiger Gott. Und wie läuft es so in Thalmberg? Ist alles friedlich hier? Das fragst du noch? Wir müssen uns echt mal waschen. Wilderer haben sich im Wald beim Gasthaus niedergelassen. Eine ganze Bande. Der Meisterjäger ist bald mit seinem Latein am Ende. Vielleicht braucht er deine Hilfe. Alles Gute. Okay, dann waschen wir uns hier mal. Jetzt mich wundert, dass sie hier in Thalmberg keinen Schmied haben und nix. Badehaus. Gasthaus und das war's. Ein publikes Dorf. Oh, gehen wir mal hoch zum Wildhüter. Nikolas. Was brauchst du? Der bietet uns gar keine Quest an. Gott sei mit dir. Da kann auch irgendwas storytechnisch nicht stimmen, dass der. Jo, Tone starb, bitte. Oder nicht? Ich habe keine Ahnung, woran es lag, gerade Skamoria. Ganz ehrlich. Aber die Lösungsvorschläge waren im Netz wieder auf einem anderen Level. Zwischen Mainboard-Treiber neu installieren, Soundtreiber neu installieren, bis hin zu sämtliche Spielstände löschen. Ja, das ist. Manche Dinge so mal beim Netz nicht mehr nachlesen. Es fängt bei Nachrichten an und hört bei PC-Problemen auf. Warum kann man es hier jetzt nicht waschen? Dann halt nicht. Da war doch der, oder nicht? Ne. Eins weiter. Ah, Tone Star passt perfekt. Man hört mich, man hört Spiel. Sogar in Farbe und Bunt. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Warum sagen die alle, wir sehen so kaputt aus? Hast du zufällig Arbeit für mich? Nicht wirklich. Außer du bist von der waghalsigen Sorte. Wie meinst du das? Wie du siehst, gerbe ich heute. Kaufen kann ich nur vom Jägermeister und der gibt mir nie genug. Ich würde ja selbst jagen gehen, nur hat er immer ein Auge auf mich.
Du hingegen? Ich bezweifle, dass der Jägermeister glücklicher wäre, wenn ich in seinem Revier wildere. Nein, aber er muss ja nichts mitkriegen. Pass auf, ich würde einen guten Preis für die Häute zahlen. Und manchmal bekomme ich eine Bestellung und brauche dafür was Bestimmtes. In so einem Fall wäre ich noch großzügiger. Wenn du mir ein paar Mal aushilfst, kann ich dir außerdem was Nützliches beibringen. Aha. Benötigst du denn keine Häute? Ob du es glaubst oder nicht, aber ich brauche Wildschweinhäute. Das Leder ist nicht das Beste, aber der Schuster macht daraus billige Schuhe. Und vor Herbstbeginn ist die Nachfrage hoch. Gott sei mit dir. Warum ist jetzt Wildschweinhaut? Vorhin waren es doch noch... Naja, nicht drüber nachdenken. Vorhin waren es doch noch... Wildschwein. Da drüben Meroyet, nördlich davon. Zwei... Spawnpunkte. So, gehen wir da mal hin. So. Obelix war, glaub, eine andere Zeit, aber ja. Nee, durch den. Boah, wie hieß denn der Skill nochmal? Lesen war es definitiv. Kartograf. Wird die ganze Karte aufgedeckt, ob wir da waren oder nicht. Und zeigt uns alle Jagdgebiete und Höhlen an. Das war eigentlich so mit ein sehr nützlicher Skill. Seither müssen wir einfach nur gucken. Wo ist ein Schweine-Icon und da hinfahren. Beziehungsweise reißen, fahren. Oder doch mit dem Mittelalter-Moped mit dem Pferd. Vitalität haben wir geskillt, okay. Stimmt, da war ja was mit ein bisschen Springen und so. Wo ist ein Hund hier? Zu mir! Oh, da ist er doch. Machen wir den mal jagdfertig. Dörfleisch, jawohl, komm. So, dann loben wir ihn. Ein guter Hund bist du. So ist's echt. An Jagdwild. Ja, eigentlich Wildschwein, aber da kommt jedes Mal dieser Hase-Dialog da zwischen den Zweien. Er bestätigt es dann durch blödes Gucken. Zu mir? Nee, nicht zu mir. Du sollst eigentlich das Reh da beißen. Ah, geht's ja doch. Jawoll. Marie. Rehfleisch 59. Und Grüße gehen raus an den täglichen Mopedfahrer um 18 Uhr. Heute ist 17 Minuten zu spät. Da sind doch Schweine. Aha, haben wir es doch schon. Moment. Sind jetzt despawned? Oh, come on. Es gibt's doch nicht. Oh, die sind weg.
Wir hatten ja da hinten noch eine zweites Jagdgebiet Wildschwein. Bis dorthin wird auch der Hund erholt sein. Wir wollten den jetzt haben von uns. Cutter. Dem sollte man uns ja auch noch treffen. Teilturnier können wir mal ausblenden. Drei Wildschweine heute, okay. War noch ein Hirsch mitgenommen auf dem Weg. Keine Ahnung, wo der andere Pfeil gelandet ist. Ja, kaufen wir neuen irgendwann. So. Mit der noch weg. Direkt da unten sein. Ach, wir sind ja wieder. Ja. Hasenfleisch können wir rüberholen, uns hier schlädern, der Rest bleibt drüben. Wo steht jetzt hin? Da unten. Wildschweinleder, jo, da haben wir doch was, wir brauchen. Das Wildschweinfleisch wieder weglegen, sonst sind wir überladen. Haben wir doch mal eins von drei. Geht's doch voran. Könnten wir mal in die andere Sohle rüberschauen? Die war da. Süd-Süd-Ost. Gut, dann könnte man ja auch noch mitnehmen. Gar nicht gezuckt. So. Kann weg. Ist der jetzt umgefallen? Ne.
Der Hund hat hier gebellt. Oh, das ist so unübersichtlich teilweise. Da haben wir einen Feuerwehr gefunden. Sehr gut. Wo ist der Hund jetzt? Irgendwo da runter. War da denn hier? Jo, legen wir auch weg. Dann war es fest. Ja, die vierte Sau kann ruhig durch. Wir haben ja was wir brauchen, glaube ich. Mit. Gott, ist das ein Haufen Schweinefleisch. Wildschweinfleisch. Komm, wir nehmen sie noch mit, die vierte Sau. Müsste eigentlich gesessen haben, jo, saß. Ein Träumchen. So, irgendwas haben wir verbessert. Jagen. Stufe 11, sehr gut. Wildtiere sind weniger scheu, genau. Den Schlachter, den wir noch brauchen für die Innereien. Mehr Schaden ist irrelevant. Eingesalzen, rohes Essen in deinem Inventar. Das ist auch noch interessant, dass es länger hält. Feldern sind deine Werte für Auffälligkeit, Sichtbarkeit deutlich niedriger. Wir sind ja jetzt schon fast nicht mehr erkennbar. Wir nehmen aber mal den Schlachter, dass wir die Innereien bekommen. Wir sollten 600 Wildschweinfleisch. Nein, das Pferd ist auch voll, war klar. Kommen wir denn jetzt hier wieder raus, bitte? Gar nicht. Jo. Müssen wir uns mal runterquälen nach Thalmberg. Also wir müssten auch mal das Pferd leer räumen, da liegt ja auch noch ein oder andere Nonsense-Stuff drin. Jo, das müssen wir mal leer noch räumen. Als quälen wir uns erstmal nach Thalmberg. Könnte eine Weile dauern. Kann sich nur um Jahre handeln, stimmt, ja. Naja gut, was können wir denn da auch mitrechnen, dass da auf einmal vier Wildschweine vor uns stehen? Muss man ja mitnehmen. Den haben wir eingeblendet, genau. Der mit den Tierhäuten. Nein, ich wollte immer nur drei Wildschweine heute. Gut. Ah, das Jagen macht echt Spaß. Das ist. Also würde ich nochmal ein Let's Play anfangen mit dem Spiel. Definitiv keine Leute mehr ausrauben, sondern ab in den Wald Viecher jagen. Das bringt so viel mehr Kohle und man hat keinen Stress mit irgendwelchen Wachen, muss irgendwo Strafe zahlen. Das Einzige, was passieren kann, weil das gilt ja als Diebesgut. Nö, warte mal.
ab und an gilt's als diebesgutes Fleisch und die Häute. Aber gut, da muss man es halt abgeben bei der Wache. Geht wieder in den Wald und holt Neues. Und mit dem Bogen durch Previslavitz, die Bogenschießanlage, ist das eigentlich alles One-Hit. Man muss nur treffen. Man skillte bei einem Hund gut. Man skillt seinen Bogen für einen Fernkampf. Eigentlich das. Oh, ist eigentlich eine gute Variante, Bogen zu skillen, den Hund, seine Jagdfähigkeiten und Kohle zu machen, ohne Probleme mit anderen Menschen zu bekommen. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Wenn wir jetzt unten bei dem, die heute abgegeben haben, würde ich sagen, geh mal schnell nach Scarlets rüber und räum das Pferd endgültig leer. Könnten eigentlich mal so eine Jagdsitzung machen, da müssen wir aber, glaube ich, ein Inventar komplett leer räumen. Also, dass wir nur mitnehmen, Bogen, Pfeil, unser Tarn-Klau-Outfit und der Rest alles leer lassen. Wir können mal das Pferd noch rufen, dass es nebenher dackelt. Ah, das ist ja auch vollgestopft. Gefährte 4. Es bringt auch nichts, da was rüber zu wuchten. Wir sind ja dann trotzdem beide überladen. Aufs Pferd kommen wir eh noch drauf. Wir haben ja 751 zu 332. Frag mich auch gerade, wenn wir das da unten verkaufen sollen im Thalenberg. Der Wirt? Wildhüter, so was. Ach, gemeint, wenn er es nimmt, nimmt das. Wäre auch Option. Im Zweifel den Händler in der Burg oben. Ja, und sonst so, haben wir, glaube ich, nichts vor die nächsten 5 Minuten. Wir nehmen auch mal unsere Ausrüstung reparieren und waschen und alles. Die sagen ja immer alle hier, oh Gott, wir sehen aus, als wären wir total abgerockt. Ich überlege immer noch über den Lösungsvorschlag eben, wie man das Soundproblem beheben kann. Sämtliche Spielstände löschen. Hm. Oh Hund, nee, komm, keine Hase jetzt noch. Wir haben keinen Platz. Ich lauf nicht da hoch, Hund. Kannst vergessen, entweder bringst du das Viech oder du lässt. Aber wir haben Hundeflüsterer dazugelernt. Können aber nichts skillen, okay. Beim Jagen sind wir jetzt schon auf Stufe 11. Achso, was ich auch deutlich mehr machen würde, Kräuterkunde und Alchemie. Als zweites finanzielles Standbein. Ich würde es ja noch feiern, wenn es mal ein Update gäbe, dass das Pferd einen Karren ziehen könnte. Dann würde es, glaube ich, vollkommen eskalieren mit dem Gewicht. Alte 4 wäre auch eine Option. Wobei, das mit dem Mainboard-Treiber fand ich nicht schlecht, die Idee. Mainboard-Treiber und Soundtreiber neu installieren. Wenn es im Intro Sound kommt und im Spiel selber nicht, ist bestimmt das Mainboard dran schuld. So wie die Soundtreiber. Der einzig sinnvolle Vorschlag war jetzt aus dem Vollbild in Fenstermodus wechseln und zurück.
Hört sich zwar auch nicht logisch an, aber wenn man sich die drei anderen anguckt, war das noch am sinnvollsten. Der hat auch funktioniert. Ah, wir sind gleich da. Pferd. Da. Wollen wir die auch noch gleich wegrollen, komm. Q1. Q2. Halt. Haben wir die Q jetzt zwei Schüsse gebraucht? Oh Gott, das sind ja auch wieder 200. Egal, wir sind überladen, ist überladen. Da kennt das Spiel dann irgendwie kein Limit mehr nach oben. Wenn es ein Kilo überladen ist oder eine Tonne. Ich so treuherzig da guckt. Rinderzunge, lecker. Kann man das an einen Hund verfüttern? Der frisst doch normal alles. So, reden wir mit ihm. Füttern. Sieh mal, was ich für ganz lecker. Rinderzunge, Tatsache, würde er essen. Ah, das Rindfleisch gilt jetzt als geklaut. Oh, leicht überladen mit 1339. Oh, hier, Rinderzunge gibt's. Happa, happa. Also sollte man Rinder nicht in der Nähe des Dorfes wohl legen, wo man es verkaufen möchte. Ah ja, die da vorne kauft uns bestimmt auch noch Stuff ab. Esso, mein Rotweinkuchen weiter bei dem Walking Stream. Ja, wir sind gleich da. Wir haben es gleich geparkt. So, dann können wir da auch noch einen restlichen Stuff rausholen. Wir haben nochmal Hirsch. Reh. Wildschwein. So, Gerber Prada, wir machen jetzt das Geschäft unseres Lebens miteinander. Ich habe die heute für dich. Das nenne ich Qualität. Genau das, was ich brauche. Hier, bitte. Hast's dir verdient. Benötigst du denn keine Häute? Doch, das Kloster hat Hasenhäute bestellt. Sie machen draus Gürtel gegen Rückenschmerzen. Würde mich nicht wundern, wenn der Abt selbst einen trägt. Auf bald. Hasenhäute brauchst du jetzt. Lass mich raten, wir haben alles im Inventar außer Hase. Wäre ja sonst zu fad. Wildschwein haben wir drin. Einer Goldkelch kann doch auch rüber. Ah, stimmt. Wir müssen hier nochmal sortieren. Rittersporn rüber. Halskette kann rüber. Da nach Kohlen sortieren und dann. Wildschwein. Hirsch. Hasen, jo, 2 und 3 brauchen wir. Okay. Ist das eine Händlerin? Jo, die steht doch da. Komm. Händlerin, reden. Lass uns handeln. Verkauft natürlich alles außer Hase. Nahrung. Reh wird angedreht. Hirsch und boah, Wildschwein. Hat überhaupt Kohlen? 5k, jo. Hirsch. Jo, 4,8. Da ist ja schon Schicht. Wir werden aber immer noch überladen aufgrund des Rindfleisches. Ja, 4,8.
Jo, falsch, mach 5 hoch. Mehr hat's ja eh nicht. Sprechen wir den Preis. Nun. So, Angebot unterbreiten. Siehst du, ich wusste. Jetzt ist sie blank. Jo, wir sind immer noch überladen. Kriege mal bei hin den Deva. Das Rindfleisch. Das Pferd legen. So. Ja, endlich wieder stabil rennen. Wo ist Hundi? Und du darfst auf Hase jetzt gehen. Brauchen wir nämlich noch einen. Hase. Der hat doch irgendwo hier am Waldrand schon angeschlagen, wobei die Feldhasentheorie, zumal sie hier auf der Karte auch eingezeichnet sind, würde ich mal nachgehen. Und zwar in dem Bereich. Reagiert auf nichts. Gehen wir hier. Ich meine, irgendwo da am Wald angeschlagen. Typisch für ein Hase hier aussieht. Ja. Solange der Hund keine Menschen jagt und anschleppt. Jo, da wäre ich Angst vor, dass er irgendwann mal durchdreht, Tollwut oder sowas entwickelt. Okay, das Reh hat auf keinen Fall gekriegt. Da steht da, oh, der ist auch erschöpft, sieht man unten. Der ist fertig mit der Welt. Ah, hier oben gab es doch den einen oder anderen Hasen vorhin. Wir haben nur nicht mitgenommen, bitte. Wenn nicht, machen wir mal Trick 17. Wollten ja eh nach Rathai rüber. Nach Rathai reparieren und hoffen, dass der Wildhüter. Oh, hier unten gibt es auch eine Quest. Der Wildhüter oben ein Hasenfell hat. Der Leiche haben wir nichts zu tun. Sind wir dann jetzt Ledechcore? Naja, wir kommen aber. Er könnte noch offen haben. Wird aber knapp. Wird knapp. Müssen wir gleich. Durchreiten. Ja. 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 Nur fast ein ratzig umkrannt. Ja. Ja. Oh, das sind wir doch schon. Jupp, er steht noch parat. Und er läuft halt jedes Mal immer wieder weg. So. Lass uns handeln.
Natürlich verkauft es nicht, aber verkauft 3 Geweihe. Die können wir bestimmt auch noch gebrauchen für irgendwas. Gegenzug verkaufen wir dir. Aber was verkaufen wir dir dann? Den Silberring brauchen wir mit Sicherheit nimmer. Dietrich reichen doch auch 10 Stück mittlerweile. Uleder würde ich. Machen wir auch mal weg. Band einer weg. Die Bücher kennen wir schon. Bei Nahrung war nichts mehr. Lazarus-Elixier kann raus. Schützentrunk kann einer noch weg. Ja, vielleicht müssen wir nachkaufen. Trank des Nachtfalken. Bockblut haben wir neu drin. Und Ritterschnaps bräuchte man noch. Oh. Zack. Geh mal direkt runter zum Apotheker. Schade, dass der kein Hasenfell hat oder Pelz. Jeden Abend bin ich gemütlich. Ja, schon zu. Der Apotheker. Der hat noch offen, gut. Wie geht's? Jo, bestens, wenn du uns das verkaufst, was wir gerne hätten. So, verkaufen, Nahrung, sortieren nach Kohle. Also 6 Marketta Schnaps, bitte. Ach, nur 5, das ist schlecht. Dann bräuchte man 5-mal Trank des Nachtfalken. Jo, hat er. Wann ist Grillabend im Dorf? Komm mal auch. Jo, also da hätte man vorhin mit dem Wildschwein, da hätte man ordentlich jemand versorgen können. Den Bock. Irgendwas hat er gar nicht im Programm. Bockblut. Nö. Schade. Na gut, dann machen wir den wieder weg. Ritterschnaps haben wir. Hahneschrei brauchen wir noch. Einen aber nur. Dürfte mal alles haben, bis auf ein Ritterschnaps fehlt uns noch und ein bisschen Fleisch. Sieht's hier aus? Hast du noch offen? Träumchen. Gott sei mit dir. Servus, Reparatur, einmal alles bitte. Hier mal uns waschen und dann noch schauen, ob der Schneider Bock hat. Ne, der hat schon zu. Ah, nehmt Fackel raus und bleiben hier stehen bis zum Morgen. Können wir auch den Stuff aus dem Pferd rausholen und verkaufen, weil dann haben wir endgültig mal Platz für das ganze Fleisch, was wir da jetzt holen durch die Quests. Könnten es in Thalenberg bei dem Wildtöter versuchen, ob der uns ein Hasenfell verkauft. Wäre auch noch eine Idee. Da ist ja doch der Schneider. Oder auch nicht.
Ein gutes Zeichen, wenn man Schloss knacken soll vom Laden. Hat er wohl noch zu. So, geh meinen Gefährten rein. Was haben wir da? Zwei Halsketten sogar als raus mit. Ach, da liegt ja auch noch Rindfleisch drin. Oje. Dürfte mal wieder jo, überladen sein, wie immer. Macht aber nichts. Beste Grüße. So, reparieren wir mal alles. Zack. Haben wir eigentlich noch Sachen, die dreckig sind? Ne. Wir haben noch einen Haufen Schund, den wir noch verkaufen müssten. Das war an dich, werter Huschmeister. So, lass uns handeln. So, Anführerhemd kann weg. Kettenhemd. Müssen wir nur aufpassen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Humanverkleidung kann auch weg. Da unten war es noch ein Haufen. Stuff. Zwei Halsketten. Nö, eine. Die andere schenken wir Theresa irgendwann mal. Der Rest sieht gut aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo. 1,9k, immerhin. Da falsch mal auf 2. Lass uns über den Preis. Irgendwas. Über 2. 2, 2. Einverstanden? Das ist zu. Glaube ich nicht, dass es zu viel ist. 2,5, komm. Sind wir uns einig? Schon besser. 2,4. 2,4,5. Siehst du, ich wusste. So. Wir sind aber immer noch überladen, weil wir. Ah ja, das Fleisch noch haben. Der Herr sagt. Lass uns handeln, verkaufen, Nahrung, Rindfleisch. Gut, ist halt Lack, Zustand 32. Gibt halt kaum noch Geld. Ah, hat die für uns vielleicht? Nee, hat sie nicht. Der Schnaps dürfte aber der da drüben, meine ich, haben. Gott sei mit dir. Gott behüte dich. Wetterschnaps, da hat er doch einen. Sehr gut. So, was fehlt uns jetzt noch zu unserem Glück? Eins, zwei, drei, vier Bogen. Das passt. Uns fehlen noch Pfeile, 16. Die Rüstung, so. Ah, zum Schuster müssen wir noch auf, wenn wir schon mal hier sind. Und zum Fleischer noch schnell, oder zur Fleischerin rüber. Da fehlen auch 17. Sei mit. Servus, Dörfleisch 17. Jo, haben wir wieder 50. Dann nochmal Pfeile umholen und zum Schuster. Haben wir jetzt noch was im Pferd? Liegt Nada drin.
Schabracke und die Oh, die Fressnauer 28 Kilo. Die legen wir mal in unsere persönliche Truhe. Das ist ein Händler. Bürger. 28 Kilo ist auch einiges. So, Wildhüter. Gott segne dich. Lass uns handeln. Waffen. Was brauchen wir davon? 16. Schade, dass der echt sonst nichts hat. Er könnte noch Leder haben, der Schuster. Kann sein, dass hier keiner heute ver... Gut, die Händler unten können wir nochmal gucken, die drei. Da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Gott schütze. Reparieren, zack. Der hat nur Schuster-Sets. Und eben Schuhe. Ah, halt hier. Ja, Schuhe und. Das war's. Inventar durchforschen. Waffen dürfte jetzt passen. Bei Schwerter, Axt, Streitkolben, Bogen, Schild, Dolch, Spitzpfeil, Fackel. Rüstung dürfte auch. Jo, alles bei 100. Die zwei legen wir noch in die Truhe unten rein. Nahrung passt. Ja, die Kelche und so weiter müssen wir noch wegschaffen und das Gildensiegel und hast schon nicht gesehen. Ja, das schaffen wir unten noch weg. Legen die zwei Pferde-Items in die Truhe und gehen wieder nach Thalberg rüber. Weil in Thalberg haben wir zwar ein Bett, aber leider keinen Zugriff auf unsere Truhe. Ich hätte so Bock, hier mal Dreieck gedrückt zu halten, dass der Hund frei dreht. Ich glaube, das geht auch nicht gut aus. So, hier hast du ein Fell für uns. Gott sei mit dir. Der hat doch alles. Nahrung. Ne, war unter Sonnenstickers. Ne, hat er nicht. Okay, gut, dann verkaufen wir die aber unseren Schund. Die Kommunionskelch, den Becher. Gildensiegel kann weg. Eine Bahn wäre auch eine Option, ja. Aber ich glaube, das wird zu der Zeit. Schwierig. Pralle Börse. Ist ja auch nicht, was die für einen Wert hat soll. Später noch. Ich keine Verwendung aktuell. Ja, kann man es mal durchwinken. Die zwei glaube ich eigentlich nicht, dass sie was verkaufen. Knoblauch, Karotten, Gott sei mit. Die haben ja eher so, jo, Quatsch. Woher? Die ja genauso. Guten Tag. Apfel, Birne, Brandwein braucht kein Mensch. Wir könnten das Rindfleisch wieder zurückkaufen, was lackisch. Naja.
ihr alle wisst, was dort geschah. Schauen wir nochmal bei Waffen. Ja, der Bogen war bei 100, jo, passt. Gut, dann können wir... Wer verkauft heute? Vor allem, was soll es hier für eine Quest geben? Dürfte bei Rüstung sein. Plattenroststirn, genau, bloß die Schabracke kann weg. So. Holen wir uns noch die Quest. Ah, die könnt von Hans oben. Boah, steht doch nicht so blöd im Weg. Hey. Was ist das für eine Wache? Steht hier einfach mitten im Flur. Das könnte Hans hier oben sein. Jo, der hat was für uns. Gut, dass du hier bist, Heinrich. Was ist los, Herr? Onkel, Herr Hanusch hat nach mir geschickt. Zweifelsohne, um mich wieder einmal zu belehren. Er sagte, ich soll dich mitbringen. Was hat das mit uns zu tun? Was hat das denn mit mir zu tun? Viel. Seit der Jagd hängst du schließlich mit drin. Nun gut, wir sollten aufbrechen, nicht wahr, Herr Hans? Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Schätze, ja. Ich habe dir ein paar meiner alten Kleider in eine Truhe gepackt. Du sollst vor Hanusch nicht schlecht dastehen. Geh und zieh dich um, bevor wir gehen. Danke, Herr Hans. Ich gehe mich umziehen. Kleider machen Leute, alles klar. Welche Truhe denn? Und die Kleidungsstücke aus Herr Hans Truhe. Charisma 19, Charisma 16. Prinzipiell nehme ich es gerne mal mit. Verkaufen sie aber. Also Moment, wir gehen zu Hans zurück. Wahrscheinlich geht es dann später. Könnte es zu Problemen führen, wenn wir es in meinem Inventar haben. Schmeiß mal lieber mal die Quest an. Wollen wir dann gehen? Lass uns gehen. Was zum Henker trägst du da? Herr im Himmel, du siehst schlimmer aus als vorher. Verdammt, wir haben keine Zeit mehr. Komm! Ah, wir hätten das andere Outfit anziehen können, unsere Schönstadt-Outfit. Egal, jetzt ist es zu spät. Videosequenz läuft. Sieh an! Mein Mündel und sein, wie nennen wir ihn, Aufpasser? Onkel? Mein Herr? Ich hoffe, ich habe euch nicht bei etwas Wichtigem gestört. Keineswegs, Onkel, wir waren beim nur... Beim Saufen und Rumhuren zum Beispiel? Onkel, ich kann das... Oder ihr wart beschäftigt, habt Unruhe gestiftet und euch mitten in der Nacht mit meinen Untertanen geprügelt? Nein, so war es nicht. Heinrich und ich haben... Heinrich ist genauso ein Narr wie du. Nur ist er nicht mein Mündel, Gott sei Dank. Was zum Henker denkt ihr zwar euch eigentlich? Die Leute auf meinem Land arbeiten sich die Rücken krumm, um etwas Essen auf den Tisch zu bekommen und auf den euren, wenn ich euch erinnern darf. Und was sehen sie, Hans, ihren Herrn und Meister? Der nicht mehr ist als ein Trunkenbold. Der Mann, den ihr verprügelt habt, war eine Wache, ein neuer Mann der Stadtwache. Er konnte sich heute früh wegen seiner Verletzung nicht zum Dienst melden. Der Vogt war hier und hat sich beschwert. Denkt ihr etwa, dass ich ihm auch nur irgendwas entgegnen konnte? Natürlich nicht. Das hätte mich beschämt. Und auch euch zwei. Also musste ich stillschweigend dasitzen und mir seine Klagen anhören. Vielleicht glaubst du, dass du mit allem durchkommst, weil du hier der Herr bist. Aber da liegst du falsch, du Holzkopf! Ein Herr bleibt nur der Herr, solange er die Loyalität seiner Untertanen genießt. Und ich muss dir sicher nicht sagen, dass die Leute hier nicht gerade den Tag herbeisehen, an dem du übernimmst! Das war dein letztes Abenteuer, Capon. Noch eine Eskapade und ich schicke dich zu deiner Mutter nach Polna.
Soll sie dich doch in Weiberkleider stecken und an irgendeinen Ungarn verschachern? Onkel, dieser Arsch... Archibald wollte mich umbringen. Was sollte ich tun? Ach, übertreib nicht so. Und selbst wenn, bin ich wenig überrascht, nachdem du sein Mädchen belästigt hast. Aber ich habe nur... Großgütiger, hör auf zu winseln, Junge! Es wird Zeit, dass du endlich Verantwortung übernimmst. Ich habe eine Aufgabe für dich, die dich von Dummheiten abhalten sollte. Herr Milota von Oleschna ist gekommen. Kennst du ihn? Ist das nicht Herrn Bernards Vetter? Ist er. Er kam auf der Suche nach Zuflucht mit seinem Gefolge zu uns. Er ist schwer verletzt. Was ist geschehen, mein Herr? Seine Burg Oleschna wurde von einem gewissen Wolflin von Kamberg überfallen. Milota verfolgte ihn bis kurz vor Neuhof und stellte ihn. Leider ging der Kampf nicht gut für Milota aus. Wolflin von Kamberg, den kenne ich doch. Er ist mit den Herren von Oleschna verwandt, ein Vetter von Bernhard und Milota. Ihre Familienangelegenheiten sind etwas wirr. Geht mich natürlich nichts an. Ich wünschte nur, sie hätten ihre Streitigkeiten woanders ausgetragen. Was sollen wir tun, Herr? Geh zu Bernhard in den Burghof. Er hat Berichte gehört, dass Wolflin einige Höfe um Neuhof geplündert hat und versammelt nun einige Männer. Das Ganze ist eine Familienangelegenheit und bestimmt brodelt es unter der Oberfläche. Am wichtigsten ist, dass ihr diesen Räuber aus dem Lehen vertreibt. Wenn möglich, ohne Blut vergießen. Ich will wegen dieser Sache keine Männer verlieren. Habt ihr verstanden? Ja, Herr. Jawohl, Onkel. An die Arbeit. Okay, die Quest würde ich jetzt aber nicht machen. Wir nehmen dankend mal den Stuff von Hans an und verkaufen gleich. Und... Was sind wir denn jetzt? Ohne Truhe. Ach, wir sind in der Oberburg gelandet, so wie es aussieht. Yep. Können wir doch nach unten. Ne, wir sind wieder überladen. Aber nicht so schwer, dass man nicht aufs Pferd kommen. Jo, passt. Ja! Da waren ja irgendwie Wettkampfpfeile und was weiß ich was alles für ein Schund dabei. Brauchen wir ja alles nicht. Und mal schön der alten hier in den Stand rein gedonnert. So, Schwertschmied. Gott sei mit dir. Lass uns handeln. Ach nee. Schneider. Mal gucken. Gewöhnlicher Pfeil, der kann Wett und die Wettkampfpfeile. Macht wahrscheinlich nur der Wildhüter oben. Bei Rüstung war doch aber irgendein Nonsens dabei. Bunte Hosen und so ein Quatsch. Was machst du denn da? Eine Güte sehen die aus. 28, 38, 0, 0. Die sind nix. Charisma 12. Gut, sie hat mehr Charisma 19, aber... 28, 38 ist schon heftig von Werten. Die kommen weg beim Schneider. So, lass uns handeln. Da, die verzierte Reiterstiefel braucht man nicht. Die komischen Unterhosen. Doppelte Beinlänge. Charisma.